Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir machen uns jetzt auf den Weg und müssen irgendjemanden aufsuchen. Thomas Hickey, glaube ich, hieß er. Den müssen wir aufsuchen und dazu gehen wir vor die Tür und werden dann wahrscheinlich wieder mit den Pferden uns dorthin auf den Weg machen müssen. Gehe ich zumindest mal stark davon aus, dass wir das so handhaben werden, so erledigen werden. Gut, dann einmal hier drüben hin. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Hathem Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck, beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Okay, Dreieck drücken, um zu schießen. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Okay, optionale Missionsziele. Sollten damit Feuerwaffen eliminieren. Okay. Ach, du Heilige. Um eine Waffe aufzuheben. Eine Wache im Eingang zum Vorerschießen. Alles klar. Okay, R2 um nachzuladen. Das ist auch neu. Den Innenhof erreichen. Okay, wird erledigt. Das mache ich mit Vergnügen. Und dass wir hier die Waffen und alles nehmen können, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So, mein Freund. Okay, aber das dauert ganz schön lang, bis man die Waffe nachlädt. Ist aber auch sehr realitätstreu. Oh. Ach, das haben wir immer noch. Ich habe das oft genug auf meiner Seite. So, komm mal her. Komm mal her. Und du bekommst von mir natürlich auch noch eins verpasst. Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Okay. Zum Zielen, das erhöht ihre Reichweite. So, die Fässer am Boden müssten ja auch. Moment, nimm mal die Waffe damit. So, rechte Halfter. Damit wir uns nämlich damit auch schon mal vertraut machen. Unbewaffnete versteckte Klinge, Schwert. Geld werfen. Pferdepfeife.
Rauchbomben. Okay. So, du sollst mal kurz die Waffe aufheben. Danke. Ach ja, nachladen. Hab ich vergessen. Muss er erst noch erledigen. Macht nichts. Lass dir Zeit. Ich möchte nicht meine eigene Munition verschwenden. Stopp. Denn da kann ich doch ruhig diese verschwenden. Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Gut. Ah, hier vorne liegt was Schönes. Das sieht gut aus. Plündern könnt ihr noch. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Okay, das Nachladen dauert ein bisschen eigentlich lange. Au! Also sollten wir uns vielleicht auf das Schwert konzentrieren. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam, der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Eine Schande. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Okay, gut. Dann gucken wir, vielleicht finden wir noch einige, die hier irgendwie rum... Vorsicht, die Herren. ...liegen. Passt auf die Truhe auf. Wir kümmern uns um die Garne. Ja, ich glaube nicht, dass das so richtig ist, dass die Waffe in der Luft schwebt, aber okay. Au! Jetzt reicht's aber hier, Freunde. Kann ich die aufheben? Also nehmen? Vergessen habt. Wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir noch immer den Spaß verderben? Aber Moment, eigentlich müssten wir die ja rein theoretisch auch noch plündern können, oder? Oder? Ja. Das sollten wir nämlich auch wahrnehmen. Ah, okay, ich muss ihn hinterher. Sonst führt das wahrscheinlich dazu, dass wir diese Mission verlieren werden. So. Ich plündere mal noch kurz. Oh. Ja, Moment. Die könnte ich doch rein theoretisch, weil wenn sie sich so darauf konzentrieren hier, müsste ich die doch rein theoretisch... Oder auch nicht. Durch einen Sturz eliminieren. 1 von 5. Okay. Coole Sache. Aua! Also sag mal, du!
bist ja ganz schön Jetzt haut er ab. Was für ein Feigling! Hey! Das gibt's doch nicht! Aber langsam die Faxen Dinge hier, mein Freund. Ach, na komm. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. So, einmal das Schwert. Ich schätze mal, wir werden geradeaus gehen. Denn da werden auch die nächsten Feinde angezeigt. Hallo, Freunde! Auch noch dran, keine Sorge. Au. Oh, shit. Also, so. Jawohl. Es geht eigentlich schon noch mit dem Kampfsystem. Es ist nur, dass ich wieder den Überblick manchmal verliere. Ja, das gibt's nicht. Wieso steht er noch da? Moment. Na, Leute. Ihr haltet mir zu viel aus. Definitiv! Dann erledigen wir das einfach mal so. Und rennen den anderen schnell hinterher. Fürs Plündern bleibt da jetzt keine Zeit mehr. Zum Henker. Ah, hallo. Da oben versteckt ihr euch. So, einmal noch unten. Komm schon. Gut. Hey, Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay, Johnsons Botengang. Die eine Mission ist fehlgeschlagen. So, und hier blinkt mir Charles auf. Dann gehen wir doch einmal zu ihm hin. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Tiana verskraft. Befreit sie! Dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo?
Alles klar. Und hier drin kann ich wieder nicht so rumrennen, wie ich es möchte. Gut, soll mich nicht weiter stören. Dann werden wir eben dieses Gasthaus würdevoll verlassen. Und dann hoffentlich können wir uns wieder normal bewegen. Das würde mich sehr freuen, wenn das möglich wäre. Sehr schön. Charles. Sir. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Genau diesen Benjamin Church Nachbarn untergetaucht belauschen. Okay. Genau das meinte ich, als er das Schloss knacken sollte. Dreht die Tür einfach ein. Das ist viel einfacher und geht viel schneller. So. Oh, bist du eine Mietekatze? Siehst so winzig aus. Okay. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Ziels. Okay. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Acht Leute, Dilettanten und neugierige Laien, hört her. Toby Locks Sohn Jeffrey wird morgen am Glockenturm sein neues großes Netz. Okay, bewegen Sie sich zwischen zwei Zivilisten, um unterzutauchen. Ist allerdings gar nicht mal so einfach. So, jetzt bin ich untergetaucht. Oh, ein Schwein. Miss Piggy. Ich denke mal, wir müssen erstmal ganz nach draußen. Gibt's doch nicht. Ist das jetzt immer noch so misstrauisch? Dreh dich doch wieder um. Für alle Transporte zwischen dieser Stadt und dem Süden, darunter auch Philadelphia und Williamsburg, ist Tom Harley der richtige Ansprechpartner. Nichts zu ordentlichen Preis. Was soll Heuerling? Am kommenden Samstag findet eine Präsentation von. Das gibt's doch nicht. Dreh dich doch mal wieder um. Funktioniert. Kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres.